So ist das. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Ja, ich habe ja gesagt, wir nehmen alles mit, was kommt. So, vor circa einem Monat haben wir das Becken hier neu aufgesetzt, falls ich daran erinnern kann. Wenn nicht, gibt es auch einen Film zu dem White Pearl Becken hier. Wir haben die Babys damals aus so einem kleinen Kasten, da haben wir sehr groß gezogen drin anfangs. Ne? Da waren ja die Muttis drin, haben der Junge entlassen, die Muttis kamen raus, kamen hier wieder in das große Becken rein. Und dann haben wir die Jungen drin groß gezogen, in dem kleinen Becken erstmal. Und dann sind sie umgezogen in dieses Becken. Und das haben wir, wie gesagt, vor circa einem Monat gemeinsam gemacht, ohne Einfahrphase das Ganze. Mit so ein paar Bestandteilen aus dem Aquarium, aber da gibt es einen extra Film drüber. So, brauchen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Also, ein Monat ist rum und heute möchte ich wissen, was Sache ist zum einen und zum anderen euch zeigen, dass das Projekt gut läuft. Ich möchte sogar sagen, sehr gut läuft. Das Ganze läuft nämlich filterlos hier. Also bis dato eine ganz tolle Sache. Die Tierchen werden regelmäßig gefüttert, genauso wie alle anderen auch. Klar, mengenmäßig angepasst, logischerweise, ne, dass wir nicht zu viel füttern, aber sie werden tatsächlich auch regelmäßig gefüttert. Und ich muss sagen, die Schwimmpflanzen hier haben komplett die ganze Oberfläche bedeckt. Und das ist schon mal grandios, das ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, ja, dass es den Pflanzen nicht nur gut geht, sondern auch, dass das Wasser tatsächlich gut ist in dem Sinne. Also wenn Pflanzen gut wachsen, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eigentlich gut läuft. Wir brauchen gar nicht von Biologie sprechen in dem Sinne. Grünbelag, Grünalgen, eine Algenphase gab es bis jetzt nicht. Es sind, ach, wenn ich ganz genau irgendwie gucke, vielleicht kann man so ein Schimmergrün an den Scheiben erkennen mit etwas Fantasie, aber das kommt wahrscheinlich dann doch eher durch das Licht, was hier von oben einfällt, durch die grünen Pflanzen. Ansonsten, algentechnisch hat sich da noch nichts entwickelt. Ja, ist eine interessante Sache, ne, dass das so gut funktioniert, muss ich sagen. Also es lohnt sich mit Sicherheit, den Film anzugucken, wie wir das Ganze hier gestartet haben. Das, wie gesagt, ist jetzt knapp einen Monat her. Ja, und heute möchte ich eingreifen, ne, um das nicht auf die Spitze zu treiben. Ich möchte jetzt nicht warten, bis hier irgendwas passiert, sondern einen Monat, das ist okay für so ein Aquarium. Dementsprechend mit kleinen Garnelenbabys drin. Und wir wollen es ihnen ja so gut wie möglich gehen lassen. Und von daher werden wir heute auch einen Wasserwechsel machen. Und wir werden tatsächlich hier oben abernten, denn wir können wohl nichts mehr sehen da unten drin. Wir haben einen pH-Wert von 7,3. Das ist okay. Okay, Mikro-Siemens-Wert nehmen wir auch mit. So, schön am Gerät hier ist ein Magnet dran, das kannst du überall dranhängen. Das ist eine total coole Sache. So, wir haben Mikro-Siemens-Wert von knapp 460. Was haben wir hier im Nachbarbecken drin? Mal kurz gecheckt, da haben wir 450. Also tatsächlich auch identisch. Von daher, coole Sache. Das heißt, wenn wir sie umsetzen, können wir sie direkt rüberschmeißen. Sowieso, ne? Da haben wir eh kein Problem mit. So, okay, also werden wir jetzt ein bisschen was machen gemeinsam. Wir werden jetzt auch das Wasser gemeinsam nochmal ansetzen, damit du auch siehst, wie das funktioniert. Auch wenn es eine Serie ist im Prinzip, ne, also das Beste ist tatsächlich, wenn man einen Film nach dem anderen guckt, um die ganze Thematik zu verstehen, die wir hier angehen und das Ganze auch begleiten zu können, dann versteht man besser, was ich denn jetzt eigentlich hier mache. Ist so, aber trotz alledem, wie gesagt, zeige ich euch, wie wir jetzt gemeinsam vorgehen werden. Kriegen wir das jetzt so hin? Ich versuche es einfach mal. Einmal kurz gucken. Ach, guck mal, hier könnte ich ja mal just Licht anmachen. Denn wenn wir filmen, haben wir ja hier bei dem Becken Licht an, bei unserem Neocaridina-Becken. Sonst ist da eigentlich kein Licht an, weil dort Cladophora drin sind. Ich will gucken, ob die weggehen. So, jetzt brauchen wir, da wir kein Leitungswasser verwenden, unser Mineralsalz. Wo haben wir das denn? Ach, das steht hier hinten hinter. Gut versteckt, das ist schon mal ganz schön. Jetzt bräuchte ich allerdings noch das Messlöffelchen. Das liegt auf dem GH+. Wir verwenden jetzt bei den Neocaridina GH-KH. Ja, Gesamthärte und Carbonathärte. So, also interessant war jetzt im letzten Film auf jeden Fall zu sehen. Silikatwert bei unserem Weichwassergarnelen, bei unserem Spezibecken, wo wir kontinuierlich Aquamonton verwenden. So, also 1, damit ich mich jetzt nicht verzähle, ne? Gestrichen, 2, 3, I'm so sorry. 4 und noch ein. 5. So, 5 Löffelchen. Sofort zumachen, ganz wichtig, ne? Denn Salze ziehen Feuchtigkeit an. Von daher immer sofort verschließen.
und nicht mit feuchten oder nassen Fingern anfassen. Ganz wichtig, ne? Denn ansonsten, wenn das nass wird, wird das hart. Und das wäre natürlich nicht der Burner. Wo habe ich denn jetzt den Deckel gelassen? Ach, da unten ist einer, nehmen wir den so lange. Dann wird das der wohl gewesen sein. So, dann rütteln und schütteln wir das Ganze. Wir wissen schon aus Erfahrung, dass die Carbonathärte langsam ins Wasser übergeht. Ne? Also ist jetzt nicht in 10 Minuten, eine Viertelstunde gegessen. Das dauert unter Umständen ein, zwei Tage. Ne? Und von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man die Möglichkeit hat, sich das vorher anzusetzen. Aber ich habe es bisher immer kurz bevor gemacht. Also jetzt 10 Minuten bleibt die Kiste stehen, die gut ist, dann funzt das schon. So, okay, dann gehen wir jetzt erstmal ernten. Dann werden wir jetzt mal anfangen. Ich muss ja eben gucken, wie ich das mache, damit ich mir hier nicht zu viel plüdder. Ich werde einfach mal ein kleines Tüchlein hier hinhängen und dann den Kasten da dran. Ja, das klappt doch wunderbar. Siehst du wohl, wenn ich hier das rüberziehe, dann mache ich mir nicht alles unnötig nass. So, ich habe es für mich jetzt beleuchtet so ein bisschen, dass ich hier sehen kann. Ja, eigentlich wollte ich von hier reingucken, lol, hat es jetzt übrig. Was hier oben so los ist, damit ich mir nicht unbedingt hier die ganzen Garnelen mit reinhole. So, einmal so rum am besten. So, dann gucke ich mal rein in die Kiste. Das ist okay. Wenn ich hole ich gleich noch ein bisschen Wasser, wenn es nicht reichen sollte. Ja, ich muss sagen, also der Froschbiss, der macht sich echt klasse hier drin. Ne? Aber er wird dann jetzt auch zu viel. Von daher musste also einiges raus. Genauso wie von der Salvinia Minima. Wir dippen das so ein bisschen, um die Garnelen zu verscheuchen. Und dann nehmen wir uns was raus hier. Wenn allerdings hier nicht ganz so viel rausholen, muss ich sagen, denn das erfüllt auch einen sehr guten Zweck hier drin, muss ich sagen. Das ist total klasse, ne? Jetzt wollte ich mich schon wieder wiederholen. wiederholen, ne? Aber es wird sonst zu viel, wenn man gar nicht mal reingucken kann und kein Licht mehr unten hinkommt. Irgendwann ist ja auch, ne? Wo soll es noch hinwachsen? Wenn alles zu, dann zu, ne? Dann ist halt Feierabend irgendwann. Es bleibt so ein bisschen drin, damit sich das schnellstmöglichst wieder vermehrt, aber zu viel, wie gesagt, ist dann auch nicht gut. Ne? Und von daher holen wir von Zeit zu Zeit was raus. Hier, die Geschichte kennen wir ja eigentlich schon aus den anderen Aquarien. Aber wie gesagt, ne? Es soll einfach nicht zu viel werden. So, dann kommt auch wieder ein bisschen mehr Licht rein und wir sehen auch tatsächlich dann wieder mehr, beziehungsweise ich dann auch, ne? Wenn ich hier reingucke. Wenn ich jetzt mal die Taschenlampe nehme, ist auch so eine Sache. Ne? So, okay, ich glaube, das reicht dann jetzt aber. Ja, also das Wasser sieht richtig klasse aus, muss ich sagen. Glasklar, also wirklich glasklar. Ja, wir werden auch hier in der Anwendung mit Aquamonton arbeiten. Ich habe es schon zweimal gemacht und bis dato hat das ganz gut funktioniert. Die Frage bleibt natürlich, die Frage aller Fragen, filterlos, wann Wasserwechsel machen? Ich hänge mal die Lampe eben hier oben drüber, mal gucken, ob wir ein bisschen besser gucken können. Also, ja, woran kann man das jetzt dingfest machen, ob hier Wasserwechsel sein muss? Woran? Also ich habe noch nicht so wirklich, gut, ich beobachte natürlich, klar, pH-Wert, Mikrosiemenswert, wenn sich da irgendwie schlagartig was verändern sollte, aber ich glaube, dann sieht man es auch am Verhalten der Tiere. Ich bin mir nicht schlüssig, also Wasser sieht gut aus. Das Einzige, was ich machen kann jetzt, ist im besten Falle einen Teststreifen nehmen. Habe ich aber nicht mehr. Das heißt, was für mich jetzt relevant interessant wäre, ist der Nitratwert. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch ein bisschen Wasser habe. Dann messe ich den auf jeden Fall mal kurz durch. Gut, ein bisschen Wasser werden wir jetzt nachfüllen. Wir haben ein kleines bisschen rausgeholt, hier ungefähr 2 cm. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall nachfüllen. Mit Frischwasser dann, wie wir es vorhin angesetzt haben. Ansonsten bin ich mir echt nicht schlüssig, ob das wirklich Sinn macht, hier Wasserwechsel zu machen. Ich meine, wir ernten ja, ne, die Wasserpflanzen, die sich entwickeln. Und die sind ja nur prächtig gewachsen jetzt in der kurzen Zeit. Das heißt, also, wir haben einen Großteil rausgeholt von den Pflanzen, dementsprechend auch Inhaltsstoffe, die die Pflanzen aufgenommen haben. Ne, die jetzt noch drin sind, die werden sich wieder vermehren. Und das relativ schnell. Wir, dieses Mal ist auch ein bisschen mehr drin, als wir damals anfangs reingepackt haben. Und wir können fast davon ausgehen, dass die Inhaltsstoffe halt aus dem Aquarium rausgesogen oder rausgezogen werden aus dem Wasser durch die Schwimmpflanzen. Wenn das Verhältnis passt. Das ist immer dieses, ja, der kritische Punkt halt. Ne? Man muss aufpassen, dass die Masse an Tieren nicht zu viel wird. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal rauskriegen, woran man das komplett dingfest machen kann. Ne? Wasserwechsel jetzt sein muss, ja, nein, vielleicht. Gut, bei gefilterten Aquarien ist es ein bisschen schwieriger, weil ja in den Filtermedien dann etwas drin ist, an Abfallstoffen tatsächlich auch, ne? Wo dann eher mal ein Problem auftreten kann.
was wir jetzt hier in einem filterlosen Aquarium eigentlich nicht haben. Da ist, wie soll man es sagen, der Dreck bleibt im Wasser, ne? Oder am Grund in dem Sinne auch oder an den Pflanzen, aber das holen sowieso die Garnelen runter. Aber da ist jetzt nicht so, würde ich sagen, dass das eingepackt ist, irgendwo komprimiert drin steckend in dem Sinne, ne? Wo es anfängt ganz zu gammeln, wenn zu wenig Sauerstoff beispielsweise drin ist oder wenn einfach zu viel Mulm im Filtermedium drin ist, dass die Bakterien das gar nicht mehr schaffen, was noch dazu kommt, umbauen zu können, was in einem freien Aquarium ohne Filter dann doch anders läuft, weil hier ist, sind die Bakterien im Aquarium, ne? Überwiegend tatsächlich, weil woanders können sie ja nicht sein. Lol, was für ein Spruch. Okay, dann gucken wir mal in der Thematik, ob wir da tiefer eintauchen können. Gut, ein bisschen Wasser, wie gesagt, müssen wir jetzt nachfüllen, kommen wir nicht drum rum, denn ich möchte auch die Schwimmpflanzen noch behalten, die gehen weg, die kommen woanders hin, die werden verschickt und von daher, ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wie machen wir jetzt weiter? Also es kommt auf jeden Fall ein bisschen Wasser rein, das steht schon mal fest. Ne? So, wir rütteln und schütteln das Ganze nochmal, was wir vorhin angesetzt haben. Hier bei der Menge brauche ich jetzt auch keinen Schlauch oder sonst irgendwie was. Das befüllen wir einfach so jetzt. Gieße hier einfach mal was in den Messbecher rein. Dann nehme ich mir die Zeit und fülle das einfach so um. Ist dann einfacher. Ich gieße jetzt einfach mal einen Liter hier rein, damit ich eine ungefähre Angabe habe, was dann tatsächlich gleich drin ist oder dazu gekommen ist in dem Sinne. Aber ich muss schon sagen, die Thematik macht richtig Spaß. Ne? Im Normalfall ist ja so, ja, musst du Filter haben, musst du das haben, Heizung haben und hast du nicht gesehen, Heizung brauchst du sowieso nicht. Und wenn wir dazu übergehen können, tatsächlich ohne Filter zu arbeiten, ist ein bisschen dunkel, ist egal, ne? Dann blendet das wenigstens nicht so. So, und das lasse ich jetzt hier einfach ganz langsam reinlaufen. Den Füllstand, den ich hatte, kann ich sehen. Ne? Allerdings sollte man vorher, mal kurz so nebenbei erwähnt, den Wasserstand auffüllen auf den Stand, wie er vorher war, mit reinem Wasser, ne? Bevor man anfängt, jetzt was rauszuholen und wieder nachzufüllen. Ansonsten füllst du nämlich bis zum obersten Stand, sage ich mal. Und dann hast du im Prinzip wieder mehr Mineralstoffe zugeführt und Mineralsalze, als eigentlich drin waren in dem Sinne. Ne? Und wir wollen auch hier gucken, dass wir mit dem Wert nicht höher kommen, sondern das so um den Dreh halten, wie wir es vorhin gesehen haben. So bei 400-500 Mikrosiemens ist es vollkommen okay. Und von daher mache ich das jetzt mal justus langsam einfach. So, den Kasten habe ich hier übrigens hingehangen, wo wir jetzt die Wasserpflanzen rausgeholt haben, den Froschbiss und die Salvinia Minima. Ganz einfach, um das zu beobachten, ob nicht doch noch vielleicht eine kleine Garnele damit bei ist. Ne? Die kann dann da dann erstmal dran rumkrabbeln und bei Zeiten gucke ich einfach in Ruhe. Das kann durchaus sein, dass das Ding hier sogar 2-3 Tage rumhängt einfach, bis ich es dann verpacke. Im Moment ist ja sowieso noch zu heiß, ne? Also vor Dienstag, glaube ich. Ja gut, wenn du den Film siehst, warte mal, was haben wir denn heute? Wir gehen von heute auf Samstag auf Sonntag. Ne? Genau, wir gehen von Samstag auf Sonntag heute. Lol. Ja, meist filme ich ja in der Nacht hier tatsächlich, weil es mir am meisten Spaß macht. Also wenn ich fit bin, ne, dann habe ich die Ruhe dabei weg auch. Und dann ist das einfacher für mich. Ne. So langsam sollten wir jetzt aber alles drin haben hier. Wie gesagt, gießen langsam rein. Zum einen wühlen wir nichts auf und zum anderen kriegen die Garnelen keinen Stress. Die macht das nichts. Auch die touren jetzt alle hier unten übrigens rum. Ne. Die finden das total klasse. So, ich glaube, jetzt haben wir auch schon fast genug drin. 2-3 mm noch. Ist ja jetzt einfacher, als wenn ich Kanister oder Eimer da oben hin und hast du nicht gesehen. Dann lassen wir das einfach mal so kurz Hände stillhalten und einfach mal reinlaufen lassen. Ich meine, dass das so gut funktioniert hat jetzt, wir müssen überlegen. Wir haben jetzt hier welche rausgeholt, also Muttertiere mit Eiern, in den Kasten reingepackt, in die Box, ne? Filterlos tatsächlich auch. Und dort haben sie dann die Jungen entlassen. Dann haben wir die Muttertiere zurückgeführt, einfach hier reingeschmissen, wieder auf gut Deutsch gesagt, ohne Anpassen, ohne alles. Ne? Ist nichts passiert. Und die Babys durften dann in Ruhe ein bisschen wachsen in dem kleinen in der kleinen Box. Und dann haben wir sie halt hier übergesiedelt. Und was ich jetzt ganz genau gemacht habe, weiß ich selber nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste ich mir den Film jetzt auch angucken. Ne? Aber im Prinzip ist auch wurscht, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und mir fällt immer eine andere Möglichkeit auch ein, selbst wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich das hier gemacht habe. Weil das ist eigentlich total einfach. Ne? Wenn man die Serie verfolgt, wird man das mitbekommen haben, dass es ganz viele einfache Techniken gibt, um ein Becken in Betrieb zu führen. Ne? Ganz einfach, sofort. Ohne starten, ohne ne, erstmal Gas geben oder sonst was, sondern so, was haben wir jetzt noch drin hier? Wir haben noch 400 Milliliter drin, also haben wir 600 Milliliter jetzt rausgeholt und wieder reingegeben dazu tatsächlich. Wo habe ich jetzt den Kanister hingestellt? Hast du das gesehen? Lol, der Kanister ist weg.
Was ist denn nun passiert? Ach, da unten steht er. Ich habe ihn zugemacht. Okay, dann fülle ich das gleich wieder zurück. So, dann haben wir das soweit fertig. Ich werde jetzt auch füttern, dass wir sie gleich sehen können. Wir nehmen jetzt kein Puder, nein, denn ansonsten schwimmen sie überall rum. Ne? Ich nehme jetzt diese Tabletten hier. Ich zeige dir gleich auch nochmal, welche das sind und wie die aussehen. Ich stelle sie hier schon mal hin. So, und die Tablette, die breche ich jetzt einmal mittig durch. Ich lege es mal hier auf den Deckel. Und dann nochmal mittig durch. Jetzt erzählt ja auch ein Quatsch hier, ne? Warum sage ich nicht einfach, ich viertel die? Ganz einfach, weil es gibt Menschen, die noch nicht so alt sind wie wir. Ne? Und die wissen noch nicht, was halb oder viertel ist. Halb vielleicht doch schon, ne? Aber viertel da ist schon ein bisschen schwierig. Von daher, jetzt weißt du, was viertel ist. Ne? Vier Teile von einem Ganzen ist ein Viertel. Wenn ich jetzt zwei Teile reingebe hiervon, von ein Viertel und ein Viertel, dann haben wir, genau, zwei Viertel oder auch ein Halb. Ne? Das ist eine Hälfte. Geteilt nochmal, jetzt haben wir vier Teile im Prinzip dann. Naja, die hier haben wir eine Hälfte, die müssen wir dann nochmal teilen, dann haben wir vier Teile. Hallo, also haben wir eigentlich drei Teile. Okay, komm. Also ein Viertel kommt davon rein hier und das kommt auf den Deckel. Die schmeißt du nämlich jetzt just woanders rein. Und ja, also ist eine interessante Geschichte, wie das Ganze funktioniert. Und das Coolste ist überhaupt, dass wir das hier mitnehmen können, ne? In der Praxis. Boing, auch gesehen, blub, blub. Ne? Also ist eine coole Sache, sage ich dir. Das ist das, was mich eigentlich so, was mir immer so gefehlt hat bei den Filmen, die es so gibt, ne? Über Garnelen. Es wird immer über pH-Wert, über Mikrosiemens-Wert, über Einfachphasen und sonstigen Kram erzählt. Aber man sieht ganz selten irgendwo, wenn denn überhaupt im englischsprachigen Raum eigentlich, ja, wie sieht es denn in der Praxis aus? Was wird denn gemacht? Wie funktioniert das denn? Und so. Das ist also das, was mich damals so gefuchst hat, das auch dann anzugehen. Wo wollte ich das jetzt reingeschmissen haben? So, ist es einer da unten im Eimer gelandet? Lol. Okay. Hälfte. Wo ist Hälfte? Wer kriegt Hälfte? Bokashi-Eimer. Lol. Ja, falls du noch nie dabei gewesen bist, frag sie auch, was? Bokashi-Eimer? Achso, den Deckel, den mache ich jetzt hier wieder drauf. Ja, wir haben sogar Garnelen im Bokashi-Eimer. Ne? Andere Leute schmeißen ihr Küchenabfall da rein. Oder ich habe früher Brennnessel dort reingeschmissen oder Grasschnitt. Geht übrigens perfekt. Und jetzt schmeißen wir die Garnelen da rein, weil wir haben einfach zu viele davon. Da kommen die Bokashi-Eimer. Okay. Eine Schnecke ist da. Die zweite ist versteckt. Die ist da hinten hinter noch, hinter dem Süßwassertank. Die kommt auch angekrabbelt. Ja, wie du siehst, sie haben tatsächlich Hunger. Ne? So, das ist eigentlich so, ja, kannst sagen, einmal am Tag bekommen sie das. Manchmal aber auch anderes Futter, manchmal gibt es tatsächlich auch Staubfutter. Ich zeige dir jetzt auch die Futterarten, die sie bekommen bei uns hier. Das ist einmal das Staubfutter, das Shrimp Baby von den Logemann-Brüdern übrigens. Ne? Ist für den einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff. Das ist wirklich super tolles Staubfutter, auch für die Großen, auch wenn hier Shrimp Baby draufsteht. Auch die Großen bekommen das bei uns. So, und das sind diese Tabletten, die ich vorhin erwähnt habe. Ich halte meine Finger hier hin, dass man mal sieht, so wie groß die sind, beziehungsweise wie klein. Und das ist das hier, ich habe es halt abgepackt jetzt in ein Glas, weil ich es da besser rausholen kann als aus dieser Tüte hier. Findest du auch unten in der Videobeschreibung, das werde ich mit verlinken, wenn ich es denn nicht vergesse. Ja, manchmal ist das so, manchmal habe ich auch keinen Bock, da irgendwas reinzuschreiben. So, und das nächste, was sie ab und zu mal bekommen, ist das Snowpop hier. Das ist sehr gut, muss ich sagen, also richtig klasse. Ja, wenn man jetzt mal auf Protein verzichten möchte, dann gibt es halt, ja, vegetarisch. Das ist also Snowpop. Ja, das sind eigentlich die drei Futtermittel, die die jetzt bekommen bei uns hier. Wir werden aber auch dann demnächst, wenn sie etwas größer sind, auch noch dazu übergehen, dass sie noch andere Futtermittel bekommen, denn sie bekommen auch recht abwechslungsreich. Klar, okay, das war noch längst nicht alles. Es gibt auch Laub hier. Dann dementsprechend, ich weiß gar nicht, ist weg, haben sie aufgefressen tatsächlich. Ist schon gar nicht mehr da, weil auch hier hatte ich ein Walnussblatt reingelegt. Kann ich dir gleich aber auch mal zeigen. Jetzt haben wir doch glatt was vergessen. Also wenn ich jetzt Wasserwechsel mache, oder was wir vorhin angesetzt haben, das Wasser, hat einen Mikrosiemenswert von 370 jetzt gehabt. So, und jetzt sind natürlich die Nachbarn ein bisschen enttäuscht. Ich mache einmal kurz ruckeln hier. Die wollen jetzt auch was zu futtern haben. Dann schmeiße ich da auch mal eine Tablette rein. Die kriegen eine ganze. Manchmal kriegen sie sogar zwei. Das machen wir so ein bisschen abwechselnd, abhängig davon auch, wie viel Hunger sie haben. Das werde ich jetzt gleich auch dann sehen. Da sehen wir übrigens den Eifleck bei der einen Garnele tatsächlich auch. Das ist schön bei diesem White Pearl, dass man das also wirklich auch, ups, sorry, sehen kann. Ne? Das ist eine ganz tolle Sache.
Ja, hier gibt es auch wieder Eiertanten drin. Ich glaube, da gucken wir gleich nochmal etwas näher hin. Ja, also das ist schon ein tolles Becken, muss ich sagen, dass das von Anfang an hier so klasse funktioniert, ne? Ja, okay, beobachten wir auf jeden Fall weiter. Komplett. Ihr nehmt alles mit, was hier passiert oder irgendwann mal gemacht wird. Auch wenn sie später wieder umziehen, denn die werden natürlich jetzt nicht ewig hier drin bleiben. Ne? Die kriegen dann wieder ein größeres Becken, wenn es denn soweit ist. Ach so, warte mal. In dem Zuge könnten wir eigentlich die letzten Nachkommen, die wir noch in den Kästen haben, umsetzen. Ich überlege mal, ob wir das heute noch machen. Ach so, Walnuss. Moment. Im Moment hängt es noch hier rum. Teil habe ich schon abgepackt in Kartons. Übrigens also nicht in Plastik einpacken oder so. So, das ist jetzt auch soweit zum Teil. Wobei hier ist noch nicht ganz so weit. Warte mal. Ich glaube, da hinten, die waren schon irgendwie weiter gewesen. Sollten schon ein bisschen knackig sein, ne? Also muss nicht ganz zerbröseln, aber ja, hier an der Lampe sind die doch schon ein bisschen weiter. Ich ziehe mal ein kleines Stück hier einfach ab. Würde ich sagen, ne? Und das packen wir dann jetzt mal rein hier bei den Babys. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen. Es darf nicht zu viel sein. Ne? Sie sollten es auch dann innerhalb von, ja, ich sag mal, 2 Tagen aufgegessen haben. Ansonsten ist es dann zu viel. Ich lege das Stück mal eben hier hin. Ne, ich nehme das kleine Stück. Komm, wir nehmen das kleine Stück und legen das jetzt einfach hier rein. Blub, blub. Und dann wird es jetzt ungefähr 2 Tage dauern, bis sie dann anfangen, das wegzuschnabulieren. Ne? Das braucht halt eine gewisse Zeit. Das andere Stück kann ich dann gleich hier mit reinpacken. So, okay, dann habt ihr auch ein kleines bisschen. Ja, das muss man so auf Vorrat reinlegen. Also so 2 Tage dauert es ungefähr und dann fressen die es aber innerhalb von einem Tag, maximal 2 Tagen auch weg. Aber wie gesagt, nicht zu viel reinschmeißen, denn das Ganze ist filterlos. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das müssen wir alles so im Mengenverhältnis ein bisschen anpassen dann tatsächlich. Ach, das ist schon schön anzusehen. Übrigens, ach so, falls du da noch nicht so lange dabei bist, hier in dem Becken haben wir Basalt. Das ist Basaltgrund hier, ne? Okay. Wir sind noch mal kurz hier bei den White Pearl. Wir bleiben auch heute bei den White Pearls. Die Neocaridina, der Nachwuchs. So, und dann gehen wir noch mal kurz rüber, um mal zu gucken, wie das hier aussieht. Lol. Die sind jetzt alle da hinten abgehauen, die ganze Bande. Und warum ich das jetzt kurz noch zeige, damit du vielleicht, wenn du möchtest, auch das von dem Snowpop nochmal, ja, ablesen kannst, wieso das mehr oder weniger so gut ist, das Zeug. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so drauf hier. Und mal gucken, ne? Wenn nicht, mache ich gleich eine andere Einstellung. Wo steht die E? Irgendwo da oben, ne? Irgendwo da oben. Gut, er blendet das natürlich. Ich ziehe das. Ach so, brauche ich meine Hand nur vorhalten. Ja, so ist das. Ablesen kann ich es jetzt selber gerade nicht, aber du kannst dir das gerne durchlesen. Wenn ich muss, einfach mal auf Pause drücken oder so. Ich gehe mal kurz rüber, dass man den Rest auf der Seite vielleicht auch noch lesen kann. Ja, ist so, ne? Ja, also das ist ein tolles Zeug, muss ich sagen. Richtig klasse. Also den Garnelen gefällt das. Richtig gut. Die kleinen Babys warten auf Futter hier. So, ich werde hier noch warten mit dem Umsetzen, denn hier sind jetzt auch nicht ganz so viele Tiere drin, aber wir müssen auf jeden Fall hier mal den Bodengrund sauber machen und in dem Zuge mit Wasserwechsel. Und dazu nehme ich mir einfach so einen Strohhalm hier und saug damit den Bodengrund vorsichtig ab. Achte darauf, dass ich nach Möglichkeit keine Garnele einsauge. Wenn es dennoch passiert, ist nicht ganz so tragisch, denn ich lasse das hier in einen kleinen Behälter laufen. Im Prinzip genau den gleichen, den wir jetzt auch hier sehen. Moment, einmal zumachen. Ne, ab und zu mache ich den Schlauch mal so zu, wenn ich irgendwo anders hin muss. Und dann bewege ich das nach Möglichkeit vorsichtig, ohne großartig irgendwas hier aufzuwühlen, wenn es irgendwie möglich ist. Und schon geht es weiter und wieder zuhalten. Ja, ich muss jetzt allerdings seitenverkehrt, aber ich gucke von oben. Was hockt ihr denn alle hier? Geht mal weg hier, komm. Geht mal weg hier. Tja, die sitzen alle hier bei dem Mulm, ne? Das wühlen die immer wieder durch übrigens. So, ich muss jetzt einmal rüberschieben hier, vorsichtig. So, einmal den ganzen Pulk rüber. Jawohl, guck mal, wie schön das geht, ne? Also ein bisschen Übung erstmal drin hat. Ja, von oben sehe ich das tatsächlich auch besser. Genau, spring du mal an die Seite hier oder ich saug einfach drum rum. Geht auch. Und in dem Zuge machen wir dann hier einen Wasserwechsel heute.
Ich weiß gar nicht. Nee, das waren die nicht. Ich wollte gerade sagen, das sind die, die wir auf. Geht mal weg hier. Ich dachte schon, das wären die, wo wir aufs Leitungswasser gesetzt haben. Sind es aber nicht. Das sind die größeren. Wir hatten ja ein paar größere, die wir auf Leitungswasser halten momentan. So, ich glaube, das vom Bodengrund her ist das jetzt auch soweit schon okay. Das sieht anfangs immer so schlimm aus, aber so viel ist das gar nicht. Und der letzte Wasserwechsel ist hier jetzt fast 3 Wochen schon her. Es ist, wie gesagt, abhängig auch, ne, von der Anzahl der Tiere, die drin sind. Wenn ich jetzt grob mal überschätzen müsste, sind hier so 10, 20, also maximal 30 Tiere drin. So grob geschätzt jetzt. Ne? Ja, kommt ungefähr hin. Das kommt ungefähr hin. Ja, das war es schon. So mehr brauche ich hier gar nicht großartig. Geht mir mal weg hier. Großartig gar nicht machen. Aber wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es richtig. Ne? Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Und auch hier wird regelmäßig täglich gefüttert. Ne? In kleinen Mengen angepasst, ganz klarer Fall. So, den Rest lasse ich jetzt vorsichtig hier einfach mal Schlauch loslassen. Ja. So, dann gucke ich jetzt hier nochmal von der Seite rein. Dann kann man nochmal was sehen, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Aber das ist jetzt nicht zwingend notwendig, das ist jetzt halt nur, ne, weil wenn du dabei bist, kennst du auch, ne? Dann siehst du halt hier noch was und siehst da noch was. Und dann kann man ja auch so ein bisschen üben noch, ne? Nicht so. Ja, okay. Aber das reicht noch nicht ganz an Wasser, was raus muss. Denn wenn wir Wasserwechsel machen, dann machen wir hier in der Regel bei 30-50% tatsächlich. Ne, weil wenn schon, denn schon. Dann brauchen wir nicht so oft Wasserwechsel machen. Das macht Spaß, wenn man da so reinguckt. Ne? Das ist schon eine tolle Sache. Staubsauger, ich sag dir du. So, ich glaube, das reicht jetzt. Jetzt kommen wir ungefähr auf 30-40%. Ich zeige dir jetzt auch noch mal den Kasten, wo ich das jetzt reingelassen habe. Mal eben übers Handtuch legen hier. So, dalle. Na, das ist also genau identisch der gleiche Kasten im Prinzip. So, jetzt haben wir die Suppe halt hier drin. Okay, dann kommt jetzt hier Frischwasser rein, was wir vorhin angesetzt haben. Wenn man so ein bisschen Routine entwickelt, macht das schon Spaß. So, nehmen wir gleich einen Schlauch und lassen einfach mal Wasser rein hier. Den lege ich jetzt auch einfach nur hier rein. Wir könnten eigentlich gleich mal kurz, ich habe alles durcheinander stehen schon wieder. So hat der du. Ja, so ist das, ne? Zu dem Aquamonton kommen. So sieht der Behälter aus. Ist ein bisschen viel. Ganz klarer Fall, aber wer weiß, wofür wir das noch alles verwenden können. Das bekommen übrigens auch jetzt mittlerweile dann diese Kleinbecken. Ne, das hat man auch schon mal gemacht gehabt tatsächlich. Jetzt steht der Kanister da drauf, ich sage dir. Genau, hier hatten wir das auch schon in der Anwendung, sogar schon 2-mal. Aber allerdings immer nur beim Wasserwechsel bisher, ne, weil es ein kleines Behältnis hat. Will ich das dann auch nicht übertreiben. Genauso wie bei den Babys da hinten, über wo wir jetzt vorhin das Krautzeug geerntet haben. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ach so, ich habe jetzt keinen Platz hier, deswegen. Also, wir gucken gleich mal drauf, was da auf der Deklaration steht, also in der Beschreibung steht, ne, damit du das mal mitnehmen kannst. Wobei, man kann da auch bei Amazon mal gucken gehen, da steht das auch beschrieben. Wenn ich es nicht vergesse, kommt es auch in die Videobeschreibung mit rein. Das musst du übrigens noch nicht kaufen. Du musst das auch noch nicht ausprobieren. Warte einfach noch ab ein paar Wochen, ein paar Monate, was hier sich so entwickelt mit dem Aquamontor. Ne? Denn wir gehen in die Geschichte intensiver rein nach und nach. Ja, jetzt kann ich es auch besser sehen, wie da siehst du wohl, ne? Babys. Ja, ist so, wenn die Kisten so stehen hast im Regal, dann guckst du, siehst ja nichts. Ne? Muss schon ganz genau gucken können und jetzt, wenn ich sie hier stehen habe, sehe ich das schon mal wieder besser. Dann kann ich da in Ruhe auch wieder, ja, besser schlafen, wenn sie versorgt sind. Das ist so, man macht sich dann auch Sorgen, ne? Ist so. Ne? Also ich bin da doch ein bisschen beherzt auch in dem Ganzen, in der ganzen Thematik, was die Tiere angeht, die Garnelen. Auch wenn es, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Wirbellose sind. Ne? Es sind auch Tiere. Ne? Und die haben halt auch ihre Bedürfnisse, genauso wie wir auch. Und dementsprechend gucken wir natürlich, dass es ihnen so gut wie möglich geht. Was erzählt er hier für einen Quatsch? Ja, das ist so. Das gehört eben dazu. Ne? Das sind nicht einfach nur Garnelen. Nein, auf keinen Fall. Ne? Das ist schon auch was ganz Besonderes tatsächlich. Und ich versuche das in der Thematik so einfach wie möglich für euch alle zu machen. Da werden wir was Neues angehen. Ups, reicht. Wir werden was Neues angehen. Und zwar Thematik Leitungswasser haben wir ja schon. Ne? Beim Leitungswasser bin ich aber nach wie vor nicht der Verfechter für. Ganz klarer Fall. Weil
Jeder hat anderes Leitungswasser, das haben wir schon so oft angesprochen, aber trotzdem sage ich es dann jetzt nochmal, jeder hat anderes Leitungswasser, von Region zu Region, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, unterschiedlich. Ist so, ne? Und von daher kann man da keine konkreten Aussagen treffen. Das ist halt so, ne? Und man kann nicht wirklich alle Inhaltsstoffe aus dem Leitungswasser rausmessen, um zu gucken, ob das beim einen genauso wie bei dem anderen ist. Ist einfach nicht möglich. Dafür bräuchte ich ein Labor. Oder man bräuchte ein Labor, die das überprüfen, aber das, wer will das bezahlen? Geht gar nicht. Ne? So, okay, das haben wir fertig. Aber trotzdem möchte ich die Thematik bei uns angehen. Ne? In Bezug auf Leitungswasser. Inwieweit das möglich ist, welche Probleme da vielleicht auftreten können. Ne? Okay. Und, ach so, daher, genau. Die Thematik war nämlich eigentlich, weil wir ja das also Osmosewasser verwenden, also reines Wasser. Und das aufmineralisieren mit dem GH und KH+, und das läuft wunderbar. Wie das dann ist, wenn wir das aus dem Wasser, die Tiere aus dem Wasser, ins Leitungswasser reinpacken, was passiert dann? Und das sind wir ja schon angegangen, aber ich möchte ja noch was anderes ausprobieren. Da rede ich schon wieder im heißen Brei rum, ich erzähle dir jetzt nichts weiter, weil das sehen wir dann, wenn es denn soweit ist, habe ich jetzt den Deckel wieder hingelegt von der Flasche. Ich sage dir, du, okay, Kanister, ist ja keine Flasche, ist Kanister. So, dann haben wir das fertig. Ach, da ist der Deckel. Ha, lachst dich kaputt, ne? Versteckt. Einfach mal versteckt, vielleicht hast du ihn ja vorhin schon gesehen. So, das ist eigentlich der Deckel, der jetzt hier wieder drauf kommt. Hier sind 1, 2, 3, 4 Löcher drin. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es sind 6, 5er oder 7er oder 8er sind es auf jeden Fall nicht. Okay, Deckel drauf, dann kommt das Schätzchen wieder ins Regal. Was wollte ich jetzt in dem Zuge? Holen wir dann, wo habe ich den? Ach, da oben. Wo habe ich den denn stehen? Dann würde ich sagen, gucken wir da mal kurz rein, wie das aussieht. Dann bleiben wir bei dem White Pearl heute. Die stehen nämlich hier oben drauf. So, ich nehme mal eben Deckel drauf, einmal runter. Ja, den Deckel habe ich nur draufgelegt, weil da keine Löcher drin sind. Deswegen ist das jetzt auch der richtige Kasten. Werden wir gleich sehen, ne? So. Gut, Wasserwechsel wäre hier auch notwendig. Das ist jetzt, boah, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nee, das sind Babys hier drin. Ach, das sind die Wilden. Nein, das sind die Wilden. Hallol, die wilde Bande ist das. Nein, das sind die Falschen. Wo habe ich die denn stehen? Lol. Ach, hier ganz unten. Pass auf, dann lassen wir den hier stehen. Den Zettel lege ich mal drunter, dass ich mir den nicht vertausche. Der steht im anderen Regal hier unten. Dann schauen wir den noch ein bisschen höher stehen hier. Das ist schön, man kann die Kisten so beieinander stellen. Ne? Sind jetzt die richtigen? Ja, hier sind die großen drin. Genau, jawohl. Hier sind nämlich auch 4 Löcher drin tatsächlich. Und da gucken wir mal, wie es den Kandidaten geht. Und vor allen Dingen, wie die Werte aussehen. Wo habe ich jetzt das? Ja, in der Regel hängt es da oben. Mikro Siemens Messgerät, dass wir das schon mal mitnehmen können. Die Pflanzen sehen gut aus hier drin. Ja, 500, fast 580 Mikro Siemens. Was haben wir eigentlich im Leitungswasser drin? Ich habe hier noch abgestandenes Leitungswasser. Weil wenn ich da Wasserwechsel mache, dann mit abgestandenem Leitungswasser. 470. Interessanterweise, eigentlich haben wir über 500. Und hier haben wir jetzt 580. Ja, okay. Also ich glaube, hier sollten wir tatsächlich einen Wasserwechsel auch machen. Das werden wir auch machen. pH-Wert werden wir auch gleich messen, denn das ist dann schon wichtig, ob der sich irgendwie verändert oder so. So, wir haben übrigens 7,8 in dem großen White Pearl Becken. 7,8. So, dann hängen wir den mal hier rein. Und dann checken wir gleich, wie das hier aussieht. Aufpassen, dass er uns nicht runterfällt hier oder nicht reinfällt. Das wäre noch schlimmer. Ja. So, okay. Das heißt, ich darf jetzt einen Moment warten, gehe kurz in die Pause. Und dann gucken wir gleich mal, wie das hier aussieht. Ja, es ist jetzt ein bisschen intensiv, ich weiß, aber ne, dadurch lernen wir. Das ist ein ganz klarer Fall. So, gut, das ist soweit fertig. Jetzt habe ich den da drauf stehen, lol. Geht gleich weiter. Ups, kriegen wir den jetzt ungefähr hin. Vielleicht nicht so ganz, pH 8,4 ungefähr. Kannst du mir glauben, wenn du es jetzt nicht lesen konntest. So, ich werde hier einen Wasserwechsel machen mit dem abgestandenen Leitungswasser, was interessanterweise einen niedrigeren Mikrosiemenswert hat, was mich jetzt ein bisschen wundert, aber ist jetzt so, wie es ist. Das Wasser steht schon, ich würde sagen, 3 Wochen da drin im Eimer. Woher das jetzt rührt, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen, ist so, wie es ist. Auf jeden Fall, wenn ich Wasserwechsel mache, dann mit abgestandenem Leitungswasser. Auch wenn wir neues Becken ansetzen, mit abgestandenem Leitungswasser, auf keinen Fall mit frischem Wasser. Boah, alter Schwede, was ist denn da unten los? Ich sage, alter Schwede, unser Spezi-Becken geht voll ab.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so kurz drauf kriegen. Ein bisschen vielleicht. Guck dir das mal an. Holla, die Waldfee. Also da ist aber heavy was los hier. Ich habe vorhin alle gefüttert gehabt. Ja, so, das ist schon interessant anzusehen, dass man dann tatsächlich auch mal sehen kann, wenn die Tiere richtig Hunger haben. Ne? Das ist schon auch zufriedenstellend dann, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Das macht dann schon richtig Spaß, die Tiere dabei auch zu beobachten, auch wenn ich jetzt gerade keine Zeit dafür habe. Ja, okay, also ich werde hier Wasserwechsel machen, aber das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Im Prinzip dasselbe wie vorhin auch, nur halt jetzt mit gebrauchtem Leitungswasser hier. LOL, nicht gebraucht, abgestanden. Wassermarsch. Ja, also 3 Wochen ist bestimmt her, dass ich das Wasser hier eingefüllt habe. Übrigens kaltes Wasser. Und wir sehen immer noch Luftblasen hier am Rand. Ja, interessant auf jeden Fall, dass man das dann doch so lange stehen lassen kann, dass es so aussieht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen jetzt erstmal. So, sehen wir denn jetzt mal hier eine Garnele? Hallo, wo seid ihr denn jetzt alle? Es geht ihnen auf jeden Fall gut. Im Bildschirm kann ich jetzt nicht wirklich viel erkennen, aber ich glaube, das eine oder andere wuselt da rum. Ja doch, es geht ihnen gut, man sieht es. Ne? Also auch mit Leitungswasser. Wohlgemerkt direkt von, oh sorry, oh, das war nicht so gut. Direkt von unserem Wasser, ne? Also mit dem Wasser hier, sind sie groß geworden. Dort haben wir sie rausgefischt und dann einfach in Leitungswasser gepackt. Und wie wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Aber ich werde es nochmal wiederholen auf jeden Fall. So, die haben ihr Futter schon auf hier. Ja, die schwimmen jetzt auch durch die Gegend. Wollen vielleicht noch ein bisschen mehr haben, aber mehr gibt es heute auf jeden Fall erstmal nicht. Ja, okay. Also, dann habe ich das hier auch fertig soweit. Aufpassen, dass es mir nicht überläuft. Aber coole Sache, dass das auch hier filterlos funktioniert. Ne? Das ist schon richtig, richtig klasse. Ganz kurz vor Schluss nochmal mitgenommen, dass wir mal sehen können, was hier alles so drin ist in dem Aquamonton. Man muss halt mal auf Pause drücken, dass das mal ablesen kannst. Ja, auf jeden Fall bis dato tut das gute Dienste, das Zeug. Also ja, okay, dass wir das mal so just for fun mitgenommen haben. So, ich war jetzt eine Stunde erstmal kurz woanders, muss noch was anderes machen. Wir haben jetzt Feierabend, 2:30. So, mit dem Aquamonton, wie gesagt, musst du noch lange nicht machen. Wenn du es versuchen möchtest, mach es. Alles auf eigene Gefahr. Ich bin davon mittlerweile sehr begeistert von und ich werde jetzt auch dazu übergehen, das in allen Becken anzuwenden. Im Großversuch im Prinzip. Ne? Wie gesagt, du musst das noch nicht machen. Warte vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, wie auch immer. Begleite das Ganze weiter hier, wie sich das so zeigen wird. Und ja. Ach so, was ich jetzt noch sagen wollte, das ist der Eimer, wo das Leitungswasser drin stand. Ich weiß nicht genau, ungefähr 3 Wochen jetzt stand ein Teller drauf. Das Ganze war mal mehr oder weniger auch dicht in dem Sinne. Nicht luftdicht, ganz klarer Fall, aber halt geschlossen, so dass nichts verdunsten konnte. Und ist doch interessant, dass der Mikrosiemenswert dort gesunken ist. Und was auch interessant ist, was du jetzt natürlich nicht sehen kannst, ich habe Wasser rausgeholt und der Rand jetzt, der im Wasser sich befand, ne? Also jetzt trockengelegt im Prinzip, da ist eine Kruste dran am Rand des, ja, des Kunststoffes in dem Sinne. Das mal so ganz kurz nebenbei mitgenommen. Weißt, was das noch zu bedeuten hat für die Zukunft? Vielleicht kann in dem Sinne, ne? Weiß man alle nicht. Aber ich finde das sehr interessant, dass also sich dort an dem Kunststoff etwas abgelagert hat, was auch hart ist tatsächlich. Ne? Klar, könnte Kalk sein, whatever. Wollen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall interessant. So, pH-Wert ist jetzt aktuell bei dem Wasserwechsel, wo ich das hingelegt? Da hier. pH-Wert ist aktuell 8,2 und Mikrosiemens 555 bei dem White Pearls, was wir jetzt vorhin hier zuletzt gemacht hatten. Ich habe es aufgeschrieben, um beim nächsten Mal zu sehen, inwieweit sich der Wert verändert hat, ob der Mikrosiemenswert steigt, weil da kann man es vielleicht dann auch abhängig von machen, wann wirklich Wasserwechsel notwendig ist in dem Sinne. Ne? Aber es ist eine sehr interessante Thematik mit den filterlosen Aquarien nach wie vor, dass das so fantastisch funktioniert. Wir haben uns herangetraut an die Geschichte. Ich habe nicht dran geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte Angst gehabt, dass da ja was schief laufen kann. Ne? Aber bis dato muss ich sagen,
Ich bin mega zufrieden damit. Also es ist eine tolle Sache. Das ist schon fantastisch anzusehen. So, meine Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. So, was wir als nächstes machen, weiß ich nicht. Ich mache das alles immer spontan. Was so gerade anliegt, das machen wir dann, ne? Auf jeden Fall versuchen wir so viel wie möglich hier mitzunehmen von dem, was sich wie entwickelt. Ich denke, das ist sehr interessant. Allerdings, nochmal kurz erwähnt, ist eine Serie, nicht vergessen. Ne? Also man müsste schon gucken, dass man so fortlaufend die Filme mitbekommt, um eben auch alles verstehen zu können. Ne? Das ist halt, wir lernen hier gemeinsam und das geht nicht in einem Film mal eben alles so erzählt. Klar, wenn man Fakten darlegen kann, dann kann man das machen oder können wir das später mal machen. Ne? Aber jetzt erstmal ist eine Serie, wo wir fortlaufend austesten und gucken, was so interessant sich entwickelt. So, und jetzt als nächstes, nein, erzähle ich es, nein, ich erzähle es nicht, wer weiß, was mir morgen wieder einfällt. Okay, also, Ende Gelände, soll reichen für heute. Am liebsten würde ich noch weitermachen, aber weißt du was, irgendwann muss ich auch ins Bett gehen, nutzt alle nichts. Ne? Bei den Artemia könnten wir eigentlich nochmal gucken, da gab es nämlich auch ein interessantes Phänomen, habe ich dummerweise nicht gefilmt. Ja, so ist das manchmal, ne? Aber erzählen kann ich es dann ja vielleicht mal kurz. Und zwar befand sich oben so eine Schicht drauf, so eine weiße. Und ich habe dann einfach einen Sprüher genommen, so einen Nebler, wo ich dann auch zwischendurch so mal Pflänzchen mit einsprühe, hier die Vivarien und so. Paludarium, Vivarium in dem Sinne. Und damit habe ich die Oberfläche eingesprüht, zweimal hintereinander, also an 2 Tagen. Und jetzt ist die Schicht weg. Ja, und dieses Phänomen habe ich auch schon bei anderen Aquarien gehabt, dass wenn so eine dünne Filmschicht drauf ist und die Karmhaut nennt man das ja, ne, wenn ich die eingesprüht habe, mit reinem Wasser wohlgemerkt dann auch tatsächlich, dass die verschwindet. Ja, das mal so kurz im Reich. Jetzt habe ich alles nur glasklare Becken hier. Ich habe kein Becken, wo irgendwas drauf ist, dummerweise, sonst könnte ich das vielleicht nochmal zeigen. Ich denke mal, irgendwann wird sich da die Gelegenheit nochmal geben und dann werden wir das auch nochmal mitnehmen. Nämlich, das ist auch sehr interessant, dass das so ist, wie das ist. Ne? Ja, okay, jep, ja, je. Es geht auf jeden Fall weiter.